Hallihallöchen, meine lieben Leute. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen hinüber. Ihr hört es vielleicht. Ich bin das zu entschuldigen. Aber wenn ich zu viel rede, dann versagt sie mir bisweilen, meine Stimme. Goldrin braucht unsere Hilfe. Ein Dämon denkt, er könnte die Jagd mit etwas Verstärkung überlisten. Ich lasse ihn seine eigene Medizin kosten. Warum kriege ich hier so wenig Procs? Erklär mir das mal. Ich kriege keine Procs. Hier die ganze Zeit nicht. Absurd nenne ich das. Wo ist denn jetzt der Big Boss, der uns noch fehlt? Oh! Den haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Da ist er. On my way, my friend. Ist mein Speed auch weg. Jetzt will ich auch keine Props mehr. So, fehlt hier noch einer? Nö, das war's. Das waren alle Legions. Ach, ich sage mal Legions, alle Quests hier auf der verehrten Küste. Das sind die verehrten Inseln, das ist die verehrte Küste. Meine Güte. Und das da hinten ist Argus. Das hat man sich doch einfach mal merken können. Sieht man Argus eigentlich von hier? Nö. Man sieht Argus nicht von der verehrten Küste. Wie lustig. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil alles irgendwie mit so einer dicken Nebelwand da verbunden ist. I don't know. Keine Ahnung, wenn ich hier 15 Meter weiter Richtung Dalaran fliege, Dalaran sieht man ja, also wenn ich dann bei Dalaran bin, dann sehe ich hier auf jeden Fall irgendwo Argus. Warum man jetzt allerdings hier nicht Argus sieht, ich habe echt keine Ahnung. Okay, wo steuern wir denn mal bei? Hier oder hier? Schönen guten Tag. Hey, wir können uns eine ganze Kiste kaufen. Schönen Tag auch. Ach, das Ding müssen wir unbedingt noch mal lernen. Das mache ich jetzt gleich auch mal. Oh, 5,8 Milliarden. For fuck's sake. Eines Wächters. Aber vor lange nicht mehr, oder? Waren wir vor lange nicht mehr?
Zuallererst werde ich mal hier ein paar Punkte rein. Boah, ganz schön viele hier, 15. Mein lieber Scholli, wie viel brauchen wir jetzt mittlerweile? 26 Milliarden, das ist immer noch ungefähr gerade mal ein Sechstel von dem, was ich für meinen Hunter brauche, um aufzusteigen. Aber es nimmt halt exponentiell zu, also von daher. Was ist euer Begehr? Nein, weiß ich, keine Bonuschance, das wäre mit 1500 Gold mehr gewesen. Dafür hier, sehr schön, so. Kampfgefährte. Kalek geht, Sonnenherrscher geht. Gucken wir erstmal Kalek an. Okay. An den Sonnenherrscher. Das ist es gut. Den nehmen wir. Das heißt hier. Das bedeutet, wir kriegen 100 Gold pro Quest. Mit Aethas. Ich werde mein Bestes geben, Erzmagier. Genug den Zorn von Kalegos. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kriegen wir 100 Gold pro World Quest. Das ist doch was. Das ist doch wirklich was. So. Sortieren. Okay. Dicker Speckstreifen. Machen wir die Quest als erstes. Speckstreifen sind ja sowieso immer was wert. So wie ich das mitbekommen habe, können wir mit der Quest hier mal anfangen. Keine Ahnung, was wir dafür machen müssen. Aber ich werde jetzt einfach mal... Oh, hier. Die habe ich nicht abgegeben. Fail! Mal gucken, ob ich das nachher noch mache. Das Gold haben wir sowieso schon bekommen. Wir bringen ja nur noch den Schlüssel. So, müsste hier dieses Inselchen hier sein, dieses Eiland. Hoffe ich. Sieht aber gut aus. Da ist er. Sind natürlich leider nicht da. Diese Weltquest kann nicht als Gruppe durchgeführt werden. So ein schlechter Scherz. Warum nicht? Also achten wir gleich mal darauf, ob wir hier dann 100 Gold im Inventory, im Log angezeigt bekommen. Wir müssten jetzt wirklich pro Quest 100 Gold bekommen, unabhängig davon, ob es eine Goldbelohnung gibt oder nicht. Das heißt, schließen wir 10 Weltquests ab, kriegen wir automatisch 1000 Gold. Ja, 50 Gold, 50 Gold. Ist das nicht nice?
Das ist doch mal richtig Knorke. Und gleich als nächstes da hinten weiter. Das kann ich gar nicht. Kriegen wir noch zusätzlich nochmal 100 Gold, 100 Ordensressourcen? Ich weiß, ja doch, 100 Ordensressourcen gibt's auch noch. Durch die andere Queste. Also wir kriegen 100 Gold und 100 Ordensressourcen für jede Weltquest, die wir abschließen. Es ist so lächerlich. Ich weiß übrigens gerade nicht, was das war. Wir konnten mal auf dem Flugmount Erze abbauen. Ich glaube, das war ein temporärer Buff, den wir hatten. Und den haben wir jetzt nicht mehr, deswegen geht das nicht mehr. Das war nämlich nicht mit meinem Hunter, das war definitiv mit diesem Charakter. Oder war das mit dem Monk? Mit meinem Monk wäre ja auch noch theoretisch eine Option, aber ich glaube, das war mit diesem Charakter hier. Wer beschwören könnte ich es jetzt tatsächlich nicht. Wie viel ist Nate dann eigentlich noch wert? 5 Gold. Ist die Frage, ob man sich dafür überhaupt noch bücken will, ne? Ich habe ja letztens 2 WoW-Marken gekauft, um mir Overwatch zu kaufen. Und ich glaube, ich habe mir diese WoW-Marken zu einem vergleichsweise ungünstigen Zeitpunkt gekauft. Ich glaube, hätte ich noch ein bisschen gewartet, hätte ich es wieder günstiger bekommen. Ich habe, glaube ich, 305k Gold pro Stück bezahlt. Jetzt ist wieder, als ich letztens geguckt hatte, waren es bei unter 300, also bei 395 oder sowas um den Dreh. Also da muss man eventuell nochmal gucken. Aber da, ich bin halt auch einfach nicht fit genug, was so den Markt angeht. Ich kann das nicht deuten. Ich bin da einfach nicht der Richtige für. Hätte ich auch BWL studieren können, aber wenn der Kurs fällt oder steigt, klar, das hat alles was mit Angebot und Nachfrage zu tun, aber das irgendwie so zu interpretieren, dass ich da irgendwelche vernünftigen Vorhersagen treffen könnte, wann ich mir am besten eine WoW-Marke kaufen könnte, es ist halt schwierig. Wenn man das genau wüsste, dann wären wir alle reich. Ja? Beziehungsweise wäre keiner reich, weil jeder über das Wissen verfügen würde, um reich zu werden. Und dann wird sich das gegenseitig alles wieder aufheben. Oh, hier haben wir den Teufelsbalk-Koloss. Kann er jumpen? Selbst wenn er es könnte. Hinüber ist hinüber. Also ich denke, es gibt am Tag so um die 50 Weltquests. Wenn man 50 Weltquests abschließt, hast du automatisch schon 5000 Gold gemacht. Nur weil du alle Weltquests gemacht hast. Plus 5000 Ordensressourcen. Einfach nur als Bonus dafür, dass du das gemacht hast. Klar, es ist halt schon ein entsprechender Aufwand, aber man kriegt ja auch noch für die eigentlichen Weltquests zusätzlich noch Belohnung. Das heißt, das, was ich hier bekomme, Gold und Ressourcen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und ich, was man noch immer bedenken muss, ich kriege immer noch Erfahrungspunkte, glaube ich, mit meinem Charakter. Und wenn ich den dritten Slot frei habe, brauche ich nur noch das dritte Artefaktgedöns und dann kann ich sogar nochmal 50 Gold mehr bekommen. Ich hoffe, dass die da hinten für mich mitmachen.
Hey. So, jetzt brauche ich nur noch den Big Boss und der ist da hinten. Aber irgendwie hat den bis jetzt noch keiner gemacht. Weil er noch nicht gespawnt ist. Oh. For fuck's sake. Das war ja mega close. Das ist schon wieder verzögert gewesen. Habt ihr das mitbekommen? Inkredible. Na gut, liebe Leute. Wir machen an dieser Stelle eine Pause. Wir hören uns beim nächsten Part wieder. Und dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft. Macht's gut, bis dahin. Ciao.